Der erste ist kein Vers. Der erste ist eine Information. Für die Fasnacht bin ich das Schnitt gelogen. Von Nicaragua nach Basel geflogen. Und nach der Fasnacht so um 2 fliege ich dann wieder heim. Die Helge haben die ungeniert in Basel Mühlhausen konfisziert. Der Zöllner hat, ist das nicht gelungen. Letztes Jahr noch Peter Stricken gesungen. Jetzt kommt das erste. Ah ja. Und wegen der Helge noch. Jetzt haben wir halt, das ist nicht so dumm, ein Helge-Provisorium. Ofra hat in Ziri unten eine neue Tiri-Tasche gefunden. Die Quintessenz von dieser Geschichte muss sein, wenn man kauft halt nicht in Ziri ein. Gibt es einen Nachvers? Ah ja, jetzt kauft ihr halt, das finde ich glatt, ein Bofer pro Innerstadt. Das ist der zweite. Eingewandert wird nicht, das ist klar. Der Mörkeli findet's wunderbar. Jetzt müssen sie denn mehr und mehr. Statt wandern halt's out in eh. Und nach der Fasnacht so am 2 fliegt Vogelschiri wieder heim. Die NSA, hey, das ist doch gestört, haben der Guy Morin abgehört. Der Guy meint er nur in aller Ruhe, hey, wenigstens lässt mir jemand zu. Und nach der Fasnacht so am 2 fliegt Vogelschiechi wieder heim. Es geht jetzt um einen Emil. Hey, es gibt ja nur einen Emil. Du kennst das sicher noch, gell? Das Leben lang hat der Emil geflucht und ein neues Daheim gesucht. Jetzt zügelt er zu uns am Rhein. Ja, irgendwann setzt jeden ein. Oh. Den Helge habe ich gewollt. Und nach der Fasnacht so um 2 fliegt Vogelschiechi wieder heim. Kanzlerin, ja, Angela hat eine Wanze in ihrem Handy gehabt. Stell dir vor, hat die Wanze die Angela. Ja, da denke ich lieber gar nicht dran. Du, das ist falsch. Nein. Mein Kleinste hat sich das nicht gelogen. Ah, du hast gesagt, du fliegst wieder heim. Ah, Entschuldigung. Und nach der Fasnacht so um 2 fliege ich dann wieder heim. 9a übrigens. Nein, eben leider nicht. Komm, wir probieren es nochmal. Und nach der Fasnacht so um 2 fliegt Vogelschiechi wieder heim. Mein Kleinste hat sich das nicht gelogen. Beim Streiten die Hose abgezogen und sagt mir hässig, los hörst Papi, ich hau jetzt ab nach Abu Dhabi. Das ist Basler Lokalpolitik. Oh, jetzt kommt es wieder von vorne an. Das ist ein Sechsfinger. Wir haben nicht gewusst, wie viele Bänke das schreiben unten. Die erste Nacht habe ich auf Spanisch geschrieben, bis ich es gemerkt habe. Das müssen wir nicht übersetzen. Ja, riesig. Und
Und Nacht auf Fasnacht so um zwei fliegt Vogelscheiche wieder heim. Alle Auto klein und gross schleichen durch Grenzacher Strasse. Nach zwei, drei Tagen, es ist der warm, sind sie dann auf der Autobahn. Und einer für Randi. Und nach der Fasnacht so um zwei fliegt Vogelscheiche wieder heim. Und schauen, Moment. Der einzige Helge von diesen zwei. Weißt du, was 1 zu 12 ist? Wenn du ein Bier verdrehst, darf ich höchstens 12 trinken. 1 zu 12. 1 zu 12. Was ist das auch? Fragt meine letzte dumme Frau. Ja, das muss das nächste. Es ist schon gleich. FC Zürich Basel sein. Alle Frauen weglosen. Und Nacht auf Fasnacht so um zwei fliegt Vogelscheiche wieder heim. Hast du nicht einen wollen holen? Was? Nein. Danita Lachenmeier, Hanni von No, wird ein Buschi eben kommen. Wenn sie so wie sie sind rauskommen, kann es von mir aus gar wieder reingehen. Ja, ich weiss ja. Das sagt alles der Helge, oder? Ah ja. Und Nacht auf Fasnacht so um zwei fliegt Vogelscheiche wieder heim. Der Snowden will nach Rio gehen. Brasilien Asyl bekommen. Sollten sie den dort reinlassen? Ja, verdeckel, was mach ich denn da? Ja, das fährt mir bis nach Rio. Der Ex von der Hinkis, der arme Tropf, kriegt von der Martina eine CD am Kopf. Der hätte die glatte weg können sterben, wollte sie noch von Waschmaschinen werben. Und nach der Fasnacht so um zwei fliegt Vogelscheiche mit rein. Das Clara Hochhaus wirft sie Schatten. So eine ganze Bitz auf die Clara Matte. Jetzt muss ich denn, um hier zu sehen, immer eine Taschenlampe nehmen. Geht's noch weiter? Ja, nein. Ah, ja. Den kennt ihr doch. Und nach der Fasnacht so um zwei fliegt Vogelscheiche wieder heim. Reinstechen, umschlagen, das Liedli kennen alle da. Und wenn die Pointe nicht so klingen, kannst du wenigstens ein Liedli singen. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Wir feiern unsere 25. Fasnacht. Das zelebrieren wir auch entsprechend, damit sind wir schwarz gesehen. Das ist auch unser Sujet dieses Jahr. 1989, 2014, 2039. 25 Jahre Fasnacht haben wir unsere Erfahrungen mit Regeln, mit dem Publikum, aber auch als Aktive mit guten und schlechten Seiten gemacht. Wenn wir in die Zukunft schauen, ist entsprechend schwarz. Darum haben wir gefunden, keep it simple. Und stupid, der Wagen ist schwarz. Wir werden aber wieder ein bisschen Fahrt sein, damit wir im Frack werden, auf dem Wagen präsent sein. Im Schwarzen. Ein bisschen Silber haben wir auch. Pippe ist Modell gestanden, kennt ihr auch. In jungen Jahren hat er noch Haar gehabt. Das geht unsere Larven.
Sprich, wir werden wieder Schwarze. Ja, schwarze Räpfel haben wir auch gehabt. Habe ich gehört. Drum, ich hoffe eigentlich, dass sich unsere Vision in den nächsten 25 Jahren nicht wird verwirklichen. Das wird sich zukünftig zeigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz schöne Fasnacht. Wir werden wie jedes Jahr am Mähplatz sein, Montag, Mittwoch. Halb fünf, fünf, halb sechs, je nachdem, wie wir durchkommen. Es gibt Wein und Bier. Und ja, ich gebe mal den Alten über mit einer besseren Stimme. Jetzt geht es eine halbe Stunde. Jetzt geht es mindestens eine halbe Stunde. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgebracht, weil ich habe ein bisschen länger dieses Jahr. Ich hole gleich Weinchen aus. Nein, danke schön, Raffi. Der Stamm 25. Unsere Pinkies haben dieses Jahr auch schon 10 Jahre. Und wir als alte Garten auch 10 Jahre. Wir sind hier innen gesessen, vor knapp 19 Jahren hat es geheissen, was? Euch gibt es noch? Ja, uns gibt es noch. Wir haben drei Jubiläen gleichzeitig. Ich glaube, das ist ein kleiner Applaus wert für alle unsere ehemaligen und Aktiven, die jetzt noch da sind. Weil das Tolle ist, dass wir nämlich nicht nur aktive Fasnächtler haben, sondern ganze Haufen von unseren ehemaligen da sind. An der Wageneinweihung, am Montag kommen, am Mittwoch kommen, zu uns am Samstag kommen und logischerweise auch uns immer wieder helfen. Da sind wir auch dankbar. Gell, Peti, Dankeschön. Wenn unsere Chauffeure wieder neu ankommen, dass wir wieder einen Kernel kriegen oder ähnliche Sachen, sind wir angewiesen, weil wir sind halt solche, die schwätzen. Und wie wir heute, die früher da sind, nicht so gut arbeiten können. Aber wir kriegen immer alles an. Als Kontrastpunkt zum Stamm haben wir gedacht, wir machen es ein bisschen farbiger. Wir jubilieren wirklich und wir haben eine runde Sache. Eine runde Sache ist unser Sujet. Eine runde Sache sind alle, die hier ringsum auf dem Wagen sind. Denn nicht nur wir haben Jubiläum, der Stamm, die Altgarten und Pinkies, sondern wir haben zum Beispiel 60 Jahre Angela. Die Frau Merkel ist dieses Jahr nämlich auch, hat auch ein Jubiläum. Der Polen. Da passen wir gut dazu, hat auch Jubiläum. Wir haben einen Kleinsmann, der zwar nicht schütten kann, aber auch der wird 50. Der Galileo Galilei wird 450. Der Donald Duck 80 und so weiter und so fort. Wir haben das ein bisschen abgerundet im Zettel. Wer Interesse hat, kann das natürlich nachlesen. Es ist ein bisschen spannender geschrieben, als ich jetzt das erzähle. Aber grundsätzlich sind wir in einer wunderbaren Gesellschaft. Und der Alois, der Alzheimer, der hat uns Pate gestanden, weil alles, was ich jetzt erzählt habe, weiss ich in 5 Minuten sowieso nicht mehr. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Auch ich möchte es dieses Jahr kurz halten. Dankeschön, sind ihr da. Dankeschön, kommen wir am Montag. Dankeschön am Mittwoch und am Samstag. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Fasnacht. Und heute möglichst eine lange Wageneinweihung, weil heute haben wir Open End. Nicht wie schon am 6. 7. fertig. Also bleiben sitzen, wir haben den Match drin. Am 4. vor 8. fängt der Match auch an. Wir können am 6. wenn es kühler wird, reinzügeln. Wir haben Geld in den Händen, wir haben Samba-Kaffee, wir haben Bier, Wein und alles andere, was ihr gewinnt. Dankeschön, schöne Fasnacht.